Der Luftkurort Franken ist nicht nur ein unmittelbarer Nachbar vom Außerfern, hier wird auch noch Tradition und Brauchtum sehr groß geschrieben. Und genau das wird hier an diesem Wochenende beim 6. Trachtenmarkt sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Und was da alles geboten wird, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wunderschöne Trachten gibt es hier zu sehen. Auch zwei hübsche Trachtenmädels sind jetzt bei mir. Zum einen einmal, diese Tracht, was wir da sehen, welche sind das und was geht es da konkret? Also unsere Mieder sind nach dem Rokoko empfunden. Anhand von einem ganz alten Museumsmieder hat es die Seniorchefin nach und nach die Schnitte gemacht und sind also unsere hauseigenen Schnitte, die gibt es nirgends mehr auf der Welt. Ist es die Tracht eher jetzt, sag einmal so, eine bayerische Tracht oder eher so generell vom Alpenraum? Vom Alpenraum kann man schon sagen, aber das würde ich jetzt so nicht festlegen, weil das, was wir heute hier sehen, sind eigentlich lauter Festtrachten. Das ist jetzt keine spezielle Gebirgstracht, was im Allgäu ja eigentlich der Fall ist, sondern das sind Festtrachten, die wir halt individuell entwerfen und wir wollen die Frauen schön sein lassen und so machen wir es halt, gell? Dass die Frauen schön sind, das sieht man natürlich auch bei Ihnen. Inwieweit sind Sie mit der Tracht beschäftigt? Ja gut, wir sind mit der Tracht aufgewachsen. Ich bin die dritte Generation jetzt im Geschäft. Meine Mutter ist die Chefin, die Oma ist die Seniorchefin und ich in der dritten Generation dabei. Also man ist damit aufgewachsen. Also ich habe Glück gehabt jetzt, ich habe sogar die Juniorchefin höchstpersönlich bei mir. Wenn Sie den Betrieb ein bisschen vorstellen würden. Ja, wir sind in Nesselwang an der Hauptstraße. Wir haben eine eigene Maßschneiderei und verkaufen eben die Mieder bei uns im Laden und unsere schönen Trachten und haben ganz viele Stoffe, wo man individuell jede Frau anziehen kann bzw. schön kleiden kann. Und natürlich auch sehe ich da eine Braut ist hier ausgestellt, auch wenn man heute den Schritt in die Ehe wagt, kann man bei Ihnen das passende Ambiente dazu finden. Genau. Und eben das Schöne an den Brauttrachten ist, man kann sie danach nur anziehen, was man mit einem weißen Brautkleid nicht tun kann. Also wir haben viele Damen, die ziehen dann normale Schürze dazu an und hat man schon ein schönes Dirndl und kann es wieder sein ganzes Leben lang anziehen. So, da sind wir jetzt bei einem Original Bayern angelangt und der macht ganz was Spezielles. Was konkret wird da gemacht? Edelweiß nütze da, aus Holz. Ist da ein gewisses Holz? Traubenkirsche ist das. Wo kriegt man das her? Das wächst bei uns überall. Am Waldrand entlang und dann am Bach entlang. Diese sogenannten Holzedelweiß, wie lange arbeitet man da dran? Eine halbe Stunde ungefähr. Wenn man das Holz hat, herkriegt, dann dauert es ungefähr eine halbe Stunde. Wie viele machen Sie so im Tag? 20. Und wer kauft diese Holzedelweiß, beziehungsweise wo kann man die überall verwenden? Hauptsächlich kaufen Sie die Trachten auf den Hurdorf. Aber Sie schnitzen ja nicht nur Edelweiß, sondern auch ganz andere Dinge, was ich da so sehe. Ja, kleines Werkzeug auf den Hurlauf und Musikinstrumente und allem auch schon Enzian. Ist da ein gutes Publikum in Franken? Da ist ein gutes Publikum, ja. Also das Geschäft blüht? Naja, es geht. So, und jetzt müssen wir nicht länger aufhalten, jetzt schauen wir noch ein bisschen zu, wie so ein Edelweiß geschnitzt wird. Ich sage einmal danke und toi 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 weiterhin. Bitte. Jetzt haben wir ganz was Spezielles entdeckt wieder. Hier geht es um die echte Krachene. Was genau macht man da hier? Also es sind alles hirschlederne, handgemachte Hosen, die mir da sind. Die sind teilweise ja, zwischen 30 und 130 Jahre alt. Also es gibt auch noch ganz wenig Säckler in Bayern.
Ich glaube, dass es so eine gute Handvoll gibt, zwischen 8 und 10, die noch schöne Hosen machen können. Und ja, sind halt auch nicht ganz günstig, weil die Handwerkszeit über teurer wird, das Hirschleder über knapper wird. Und ich glaube, in Bayern gibt es nur 2 oder 3, die so alte Lederhosen haben. Die meisten werden weitervererbt und von daher ist noch relativ wenig da. Ist aber schöner als neu. Okay, wenn ich jetzt meine alte Lederhose da vorbeibringe, was macht man da jetzt? Also wenn du das vorbeibringst, dann schaue ich in erster Linie mal, das ist der Ablux. Und ja, man kann alles machen, man kann es reinigen lassen, man kann es bis zu 2 Nummern verkleinern, ohne dass die Stickerei irgendwo verzirkt. Ich habe an der reinigt total gut, das kostet 40 Euro, dann werden die Hand gewaschen mit Regenwasser und Schmierseife, das kann man auch machen, wenn eine speckig oder dreckig ist. Und dann soll man es auf alle Fälle weitertragen, in Ehren tragen und das Ganze schätzen. So, und jetzt habe ich noch ganz eine spezielle Frage, speziell bei uns Männer, die was ein bisschen zugenommen haben, wenn ich das so sagen darf. Und die Lederhosen, die wiegt einfach zu eng. Was mache ich dann? Da gibt es einen ganz einfachen Trick, und zwar fahren wir auch zum Säckler. Das zeige ich jetzt da. Und dann näht der Säckler einfach da einen Keil rein, versetzt die ganzen Knöpfe. Dann machen wir es mal zu. Und siehe da, schon haben wir 5 cm oder 6 cm mehr Platz. Also die Hosen sind nicht kaputt, man kann es weiterhin tragen und hat weiterhin viel Freude an seinen Erbstücken. Und fällt nicht auf. Und fällt nicht auf. Okay, du hast mich überzeugt, ich gehe sofort meine Lederhose holen und wir sehen uns morgen wieder und sagen inzwischen Dankeschön. Danke, ja. Also, viel Freude mit deinen alten Lederhosen. Da haben wir jetzt ein ganz besonderes Handwerk. Das Ganze nennt sich Federkiel-Sticken. Was ist das Besondere daran? Das Besondere daran ist, dass unser Stickmaterial aus aufgeschnittenen Pfaufedern ist. Und es ist haltbarer wie Kunststoff oder Seide. Älteste Teil, was wir in der Hand gehabt haben und restauriert, war von 1717, nachweislich, weil aus dieser Zeit ein Dokument über Hofübergabe drinnen war. Wie ist es generell mit diesen sogenannten Ranzen? Sind die nach wie vor gefragt noch? Die Ranzen sind sehr gefragt und sie werden auch wieder dem ursprünglichen Zustand oder Ursprung, für was sie gedacht waren, zugeführt. Man hat wieder die wichtigsten Papiere und das Wichtigste und Geld drinnen. Kann man das Handwerk jetzt lernen? Das war früher Lehrberuf, zurzeit ist in Deutschland kein Lehrberuf mehr. Ich habe jetzt Ihnen ein bisschen da zugeschaut, also höchst interessant. Wie lange arbeitet man jetzt daran, bis er so ein Ranzen fertig ist? An der Fatsch, das ist jetzt kein Ranzen, an der Fatsch sind ungefähr 150 Stunden. Ich kann mir ja vorstellen, wird auch nicht so billig sein. Nein, das ist nicht billig, es ist aber auch nicht teuer, im Grund, wenn man überlegt, dass es nicht nur eine Generation, sondern 2 und 3 Generationen überlebt. Hinter mir hängt der Hosenträger, der ist ungefähr 250 Jahre alt. Ich nehme an, das ist der da, oder? Das ist der, ja. Wir zeigen hier den Blaudruck oder Stoffdruck und wie man auch auf Stoff drucken kann. Also wir zeigen das auf Papier, aber normalerweise ist das Stoffdruck. Können Sie uns das einmal ein bisschen vorzeigen? Ja. Also wir haben 2500 unterschiedliche Modeln oder Stoffdruckstempel, 150 verschiedene Farbtöne, die wir selber entwickelt haben und auch selber bei uns herstellen. Da gibt man ein bisschen Farbe auf einer glatten Unterfläche. Dann nimmt man diese ganz normalen Schwämmchen, holt sich ein bisschen Farbe von dem Vorratsklecks und verteilt die gleichmäßig unter diesem Schwämmchen. Dann nimmt man das Model oder Stempelchen, tupft einfach ein paar Mal vorsichtig auf dem Schwämmchen auf. Dann stützt man sich mit dem kleinen Finger ein bisschen ab, dass man die Richtung kriegt, wo der Druck auch hin soll. Und dann
herunter damit. Und nach jedem Druck muss man sich auch wieder neue Farbe von dem Schwämmchen holen. Sonst wird der nächste Druck ein bisschen blass und unsauber. Nachdrucken klappt in den seltensten Fällen. Diese sogenannten Model oder Stempel, wie man das auch bezeichnen mag, wie werden diese hergestellt? Also unsere Chefin entwirft die Muster, die zeichnet die auf schwarz-weiß Papier. Und dann gibt es noch den Beruf des Formstechers, der die für uns arbeitet. Das ist ein aussterbender Beruf. Das sind teilweise alte Leute nur noch. Und die haben 60, 70 verschiedene Stecheisen oder Beitel auch genannt, um so ein Model herzustellen. Von wo kommen die Leute, die Aussteller überall her? Wir haben dieses Jahr gezielt auch gefragt und haben festgestellt, dass viele, viele aus dem Allgäu kommen, aus dem Oberallgäu auch, Westallgäu. Das liegt auch an den Gruppen, die bei uns waren. Aber auch viele Gäste aus dem Oberbayerischen zu uns gekommen sind, bis aus München, und das freut uns besonders. Diese Veranstaltung wird ja heuer bereits zum 6. Mal schon durchgeführt. Das ist der 6. Trachtenmarkt. Wir lassen uns jetzt ja noch was Neues einfallen, auch mit den Händlern. Die Händler sind sehr zufrieden, weil sie sagen, es ist ein gutes Publikum, nicht nur Schnäppchenjäger, sondern auch die sich interessieren. Viele Händler haben auch Gäste, die dann und Kunden, die dann das Jahr drauf wiederkommen. Also es hat sich gut bewährt, das Konzept. Das Besondere daran ist, Sie haben es ja kurz schon angeschnitten, Händler. Die Händler, was hier vertreten sind, die sind alle auch welche die Waren praktisch selbst herstellen, erzeugen und so weiter. Das ist uns sehr wichtig. Wir haben da einen hohen Anspruch. Wir selektieren auch. Wir wollen einfach keine Hersteller, die nur gekaufte Ware verkaufen, sondern wir wollen auch die Handwerker. Viele produzieren auch am Stand oder zeigen ihre Kunst, ob das ein Bürstenmacher ist, ob das Drechsler sind, das gehört dazu. Und nur solche Händler wollen wir, die wirklich qualitätvolle Ware haben, und das ziehen wir durch. Und deswegen kommen auch viele Händler, weil sie sagen, das passt. Ein Federkielsticker, ein Gamsbartbinder, der geht nicht auf jeden Markt, der schaut sich das schon an. So, das war's wieder vom 6. Frontener Trachtenmarkt. Ich hoffe, es ist ein bisschen was dabei für euch. Wir machen jetzt ein bisschen eine Pause. Ich werde mich da ein bisschen zu den Burschen dazu begeben und vielleicht auch eine halbe trinken. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuschauen und sage Servus, bis zum nächsten Mal. Prost!